Der Berge, ich kann wirklich nicht so gut singen. Wie fest nervt dich das, wenn dich die Leute noch ablehren mit dem Song? Es ist jetzt fast 20 Jahre her, dass ich den geschrieben habe. Und er ist immer noch da. Also es ist eigentlich mehr ein Kompliment. Also hat man nicht irgendwann mal so... Nein! Aber wie viel Geld bekommst du jetzt noch für deinen Hit Highway? Ich habe ein Fünftel von der Urheberrecht. Und es reicht für ein schönes Wellness-Weekend in einem guten Hotel, würde ich jetzt mal sagen, so pro Jahr. Du machst Mundart schon bevor das cool war. Findest du so ein bisschen auch eifersüchtig, dass Lo und Ledig viel mehr Erfolg haben und in den Charts einfach so immer oben mitspielen? Nein, das Problem ist jetzt, die Antwort, die ich jetzt wieder gebe, die wird wahrscheinlich ein bisschen überheblich klingen. Aber ich hatte das alles schon gehabt. Solange ich irgendwie mein Gärtchen habe, das ich drinnen kann, erfolgreich sein in dieser Grössenordnung, wie ich es brauche. Können die alle die Music Awards und weiss nicht was, können die alle haben? Jetzt hast du ein neues Album, das einen speziellen Namen hat. Patina. Patina ist, wenn sich die Oberfläche verändert, durch Zeit und durch Erosion quasi. Ja, ungefähr. Ja, genau. Und das hast du, weil deine Oberfläche sich auch verändert hat. Ja, das siehst ja du jetzt sehr gut. Und wenn ich dich so anschaue, finde ich, dass du immer noch mega jung aussiehst. Weißt du, was der Vorteil an dieser Perspektive ist? Du siehst nicht auf meinen Hinterkopf. Ist das und dort der findet meine Patina primär statt im Moment. Du bist seit 23 Jahren mit deiner Frau zusammen. Dürfen die euch noch daten? Also ich finde, das Schönste, was wir haben in unserer Beziehung, ist, wenn wir wirklich so Perlizeit haben und wir müssen es wirklich abmachen. Durch das ist es wirklich fast ein Date. Wie viele Songs hast du für deine Frau geschrieben auf dem neuen Album? Ich glaube, kein einziges. Was? Für meine Frau habe ich noch nie ein Lied geschrieben. Wieso? Über meine Frau habe ich schon Lieder geschrieben. Aber auf dem neuen Album geht es extrem um mich. Es ist sehr egoistisch. Okay. Was ist das absolute Antitalent? Styling. Für mich sind so Events wie SMA und Co. ein absolutes Horrorerlebnis jedes Mal, wenn ich auf dem roten Teppich bin und all die Styler sehe und denke, Mann, wieso kann ich mich nicht einfach so anlegen? Es ist einfach mein Hassthema. Ich bin jetzt dort lustigerweise recht drüber hinweg. Ich lege mich einfach an, wie es mir passt und finde irgendwie, wenn es noch nicht gefällt, dann schaue ich nicht her. Gut, das war es von uns. Yeah. Jetzt kann ich meine Halskehre endlich wieder kurieren.